So, es geht los. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte gerne mit der Sitzung fortfahren. Ich mache Sie darauf aufmerksam, noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Gleichberechtigung von Frauen und Männern verwirklichen. Maßnahmen des Landes zeigen bereits Wirkung. Drucksache 19-4572. Wer die Dringlichkeit bejaht, das ist der Fall, dann wird dieser Top 60 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 19 aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Ich rufe auf. Tagesordnungspunkt 23. Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Deutliche Ausweitung des integrationspolitischen Landesprogramms WIR, Drucksache 19-4530. Als erster Redner hat sich Kollege Bocklet von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Danke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute dieses Thema WIR-Programm als Setzpunkt gemacht haben, dann vor allem deshalb, weil wir zeigen wollten, dass wir spätestens seit dem Herbst 2015 vor immens großen Herausforderungen standen, als bis zum heutigen Zeitpunkt etwa 115.000 Menschen nach Hessen geflüchtet sind. Wir vor der Frage standen, wie werden wir diese Menschen gut versorgen, wie werden wir sie unterbringen und wie achten wir darauf, dass sie später tatsächlich auch integriert werden können in die Gesellschaft, sodass ihnen eine selbstständige Teilhabe möglich ist. Vor dieser Herausforderung standen alle Parteien, aber natürlich in dem Fall im besonderen Maße die Regierungsfraktionen, weil es natürlich jetzt darum ging, Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte an dieser Stelle auch als Vorbemerkung noch einmal ausdrücklich dafür danken, allen Beteiligten, dass wir mit dem Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und für den gesellschaftlichen Zusammenhang einen immensen Meilenstein in diesem Land gesetzt haben, mit über 1,3 Milliarden € im ersten Schritt. Dieser Aktionsplan ist bundesweit einmalig und trägt entscheidend dazu bei, dass eine mögliche Integration gelingen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wissen, dass Integration ein Prozess ist. Wir wissen, dass das nicht automatisch gelingt. Wir wissen, dass die Menschen mit Migrationshintergrund oder und auch Flüchtlinge von alleine den Weg nicht in die komplizierten Strukturen unserer Gesellschaft finden. Deswegen waren wir klug beraten, ein Programm weiterzuentwickeln. Gestatten Sie mir an dieser Stelle auch einen Gruß in die letzte Reihe der FDP. Ja, wir wissen, dass das WIR-Programm tatsächlich schon von Jörg-Uwe Hahn damals mit initiiert wurde. So viel Zeit muss sein. Aber ich glaube, dass der entscheidende Fortschritt natürlich mit dem Aktionsprogramm jetzt gelang, indem wir es auf erst einmal 3,1 Millionen € und nun auf 8,9 Millionen € nahezu verdreifacht haben. Ich finde das einen besonders wichtigen Schritt. Dieses Programm ist vielfältig und gut ausgebaut und neu strukturiert worden. Lassen Sie mich deshalb die wichtigsten Dinge benennen. Es gab schon WIR-Koordinatoren, die dafür gesorgt haben, dass die Angebote, die es gibt, ob Sportvereine oder andere, die sich mit Integration beschäftigen, dass sie gut koordiniert werden. Und nun gibt es eine zweite Aufstockung dieser Koordinatoren. Wir nennen sie die WIR-Fallmanager. Ich glaube, diese WIR-Fallmanager werden zu einer neuen Qualität vor Ort führen, weil uns aufgefallen ist, dass viele Flüchtlinge, nachdem sie aus der Erstaufnahmeeinrichtung in die Gemeinschaftsunterkünfte der Kommunen kamen, dass sie uns, ich nenne es mal so salopp, leicht verloren gehen und dass ihnen die bestimmten Zugänge zu den Behörden, zu Jobcentern, zu Sprachkursen eben nicht leicht gefunden werden und dass wir ein Interesse, ein staatliches, ein öffentliches Interesse daran haben müssen, dass diese Geflüchteten schnell diese Kontakte finden, weil nur so gelingt schnell Integration, und eine schnelle Integration entlastet natürlich auch die öffentlichen Haushalte. Deswegen sind diese Fallmanager ein neuer, innovativer Schritt und sehr wichtig. Sie werden allen 33 Landkreisen, kreisfreien und Sonderstatusstädten zur Verfügung stehen. Ich bin sehr gespannt, wenn nun die Ausschreibung beginnt, wie schnell das auch umgesetzt werden kann. Ich bin mir sicher,
dass das keine überhöhte Hoffnung ist, wenn wir davon sprechen, dass dann Integration noch schneller und leichter gelingen kann. Aber es gibt auch in der Fortschreibung vom Aktionsplan 1 zum Aktionsplan 2, wie Sie wissen, ist dieser noch einmal von 1,3 Milliarden auf 1,6 Milliarden aufgestockt worden. Auch davon profitierte das WIR-Programm. Und ich will nicht ohne Stolz erwähnen, dass wir auch noch einmal bestimmte Schwachpunkte unter die Lupe genommen haben. Uns ist aufgefallen, dass besonders geflüchtete Frauen und Mädchen häufig an bestimmten Integrationsmaßnahmen nicht teilgenommen haben. Und es kann uns nicht zufriedenstellen, dass wir sagen, na ja, das mag wohl an der Kultur liegen oder an anderen Gründen, über die wir spekulieren. Wichtig ist, dass wir das Thema sehen und dass wir dieses Thema angehen. Und deswegen möchte ich auch hier noch einmal hervorheben, dass wir 500.000 € für Modellprojekte, die besonders die Integrationschancen von geflüchteten Frauen verbessern, noch einmal in den Fokus nehmen. Ich finde, eine hervorragende Initiative. Es gibt auch einen neuen Punkt, 400.000 € für die Qualifizierung von Migranten- und Migrantinnenorganisationen, die noch einmal mit Selbsthilfe vor allem als Überschrift noch einmal dazu führen sollen, dass das, was sie erlebt haben, auch gerne in einem Peer-Group-System weitergeben können. 400.000 dafür. Und wir haben einen vierten Punkt, der sehr wichtig ist, diesen 1,2 Millionen €, die in diesem Programm mit vorgesehen sind, ein niedrigschwelliges Sprachförderprogramm mit dem Titel Mitsprache Deutsch for You, das jetzt vor allem auch noch einmal verbessert wurde, indem es jetzt eine Kinderbetreuung ermöglicht. Wir wussten, dass viele Frauen nicht mehr an Sprachkursen vom BAMF beispielsweise teilnehmen konnten, weil sie bemerkt haben, dass dort die Kinderbetreuung nicht mehr stattfindet. Ob man das, wie immer man das beurteilen mag, es ist Fakt, sie sind nicht mehr zu den Sprachkursen gekommen. Und dass Hessen jetzt zu seinen Sprachkursen Deutsch für Jo oder sein Sprachförderprogramm es auch ermöglicht, dass sie dort eine Kinderbetreuung, natürlich eine niedrigschwellige Kinderbetreuung, das ist nicht vergleichbar mit KJG, aber es ermöglicht ihnen die Teilnahme an den Sprachkursen, dann haben wir einen richtigen Akzent gesetzt, weil wir wollen allen die Sprache ermöglichen und nicht nur die, die ohne Kinder hierher gekommen sind. Die Förderung von Integrationslotsen war schon vorgesehen, aber insgesamt atmet das natürlich das komplette Programm WIR-Programm. Es atmet die Haltung, dass wir nicht mehr wollen, dass Integration nicht mehr stattfindet, weil wir uns nicht gekümmert haben. Viele Menschen, wir reden oft in diesen Tagen von Sorgen, die die Menschen draußen haben, die ihnen die Geflüchteten bereiten. Diese Sorgen können wir ihnen nehmen, wenn wir als Landesregierung signalisieren, Integration und der Zuwanderung ist eine große Herausforderung. Sie geschieht nicht von alleine. Die Regierungen im Bund und im Land und in den Städten nehmen das in die Hand. Und wir können als Landesregierung, die sie tragenden Fraktionen, signalisieren, wir haben nicht nur den Aktionsplan 2, der viele Sachen bedient, aber vor allem noch einmal explizit für Migranten und Geflüchtete noch einmal explizit einen Fokus darauf gerichtet, dass sie schnell integriert werden, dass sie schnell in die Teilhabe gelingt. Und ich glaube, mit diesem WIR-Programm, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir bundesweit einen Leuchtturm gesetzt. Andere Bundesländer gucken beneidet hier zu uns und stellen fest, dass wir mit dem Aktionsplan, mit dem WIR-Programm, das wir verdreifacht haben, dass wir neue, viele innovative Qualitätsmerkmale installiert haben. Viele andere Bundesländer gucken neidvoll zu und sagen, so wie es bei euch läuft in Hessen, wenn es so im Bund laufen würde, hätten wir viele rechtspopulistische Stimmungen überhaupt erst nicht gehabt, weil dann eine regierungsfähige Bundesregierung auch gezeigt hätte von Anfang an, wir haben eine Herausforderung, wir haben Probleme, aber wir machen auch einen Aktionsplan auf Bundesebene. Ich bin fest davon überzeugt, würde es so einen Aktionsplan geben, solche WIR-Programme in dieser Fülle, wir hätten viele rechtspopulistische Stimmungen überhaupt nicht erst entstehen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen komme ich zum Schluss zu der Kommentierung. Ja, ich weiß, manchmal klingt das ein bisschen nach Lobhudelei, aber es ist in der Tat auch wichtig, positive Beispiele von Integrationspolitik zu benennen, weil wir auch damit Handlungsfähigkeit und Handlungswilligkeit zeigen als Regierende. Wir zeigen, dass wir Probleme und Herausforderungen sehen und dass wir darauf reagieren wollen, dass wir das strukturiert machen, dass wir das flächendeckend machen, nicht nur mal eben Projekt zum Modell, sondern dass wir es strukturiert machen wollen, dass wir es abgesichert haben auf die nächsten Jahre, dass wir darauf hinwirken, dass tatsächlich jeder, der Hesse sein will, auch Hesse wird. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächster Redner spricht nun Kollege Tippi von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden Entschließungsantrag der Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN stellen wir dar, welchen wichtigen Beitrag das Landesprogramm WIR zur Integration in Hessen leistet. Daher haben wir seit 2014 die Mittel hierfür auch stetig von 4,6 Millionen € auf etwa 8,9 Millionen € in diesem Jahr rund verdoppelt. Damit haben wir das Programm an die neuen Herausforderungen im Bereich der Integration angepasst, meine Damen und Herren. Warum erachten wir das als wichtig? Zunächst einmal möchte ich ein paar Sätze zu diesem Programm sagen. Das Landesprogramm WIR wurde bereits im Jahr 2014 ins Leben gerufen, also noch vor der großen Flüchtlingswelle. Das ist ein langer Zeitraum, in dem es Gelegenheit gab, das Programm und dessen Entwicklung zu beobachten. Und in dieser Zeit haben wir feststellen können, dass es unsere Erwartungen erfüllt hat. Dieser Erfolg rührt daher, dass das Programm nicht nur die Integrationspolitik vor Ort stärkt, sondern gleichzeitig auch die Arbeit der Träger und Kommunen unterstützt. Immer wieder haben wir die Mittel aufgestockt, vor allem nachdem zahlreiche Flüchtlinge in unserem Land und in unseren Städten und Kommunen gekommen sind. Wir haben das Programm stetig erweitert, ausgebaut und damit an die neuen Bedingungen angepasst. Die Anforderungen an die Integrationsarbeit waren schon immer sehr hoch gewesen. In den letzten beiden Jahren sind diese noch einmal massiv größer geworden. Durch Beschleunigung im ausländerrechtlichen Verfahren und der Verschärfung des Aufenthaltsrechts wird in Deutschland alles unternommen, um Menschen ohne Bleiberechtsperspektive schnell wieder zurück in ihr Heimatland zu führen. Die, die eine Bleiberechtsperspektive haben, müssen wir auffordern, die deutsche Sprache als den zentralen und wichtigsten Schlüssel für Integration schnell zu erwerben. Und ich bin froh, dass dies mittlerweile allgemeiner Konsens im politischen Diskurs unseres Landes ist. Hessen war hier in unserer Regierungsverantwortung ein Vorreiter. Wichtiger Teil des Forderns ist auch die uneingeschränkte Akzeptanz unserer verfassungsrechtlich geschützten Werte, meine Damen und Herren. Zum anderen müssen wir die zu integrierenden Menschen selbstverständlich auch fördern und ihnen hierzu entsprechende Angebote bieten. Hier leistet das WIR-Programm einen wichtigen Beitrag. Daher lassen Sie mich einmal zusammenfassen, was dieses Programm alles beinhaltet. Es gibt die sogenannten WIR-Koordinatorinnen und Koordinatoren. Ihre Aufgabe ist es vor allem, die interkulturelle Öffnung voranzutreiben und neue Konzepte für eine Willkommens- und Anerkennungskultur zu entwickeln. Ziel ist es, die Integration vor Ort bestmöglich zu fördern. Dazu müssen Behörden, Vereine und Verbände und auch Migrationsorganisationen ihre Angebote und Leistungen auch auf die Vielfalt der Menschen ausrichten. Beteiligte müssen eingebunden und informiert werden. Eine Vernetzung aller kommunalen Akteure ist ebenso von zentraler Bedeutung. All diese Herausforderungen können nur vor Ort gelöst werden und müssen in einer Hand liegen. Eine erfolgreiche Integration kann nicht von der Politik verordnet werden. Sie kann nur gemeinsam mit den Menschen vor Ort gelingen, meine Damen und Herren. Dafür sind die WIR-Koordinatorinnen und Koordinatoren wichtig, und wir lassen sie damit auch nicht alleine. Gemeinsam mit dem Integrationsministerium gibt es regelmäßige Informations- und Arbeitstreffen. Nicht vergessen dürfen wir auch, dass eine gelungene Willkommens- und Anerkennungskultur Diskriminierung und Extremismus vorbeugen kann. Gerade in einer Zeit zunehmender rassistisch motivierter Gewalt müssen wir entschlossen handeln und dafür sorgen, dass die Menschen, die hierher geflüchtet sind, erfolgreich in unserer Gesellschaft aufgenommen werden. Doch jede Stadt und Gemeinde hat ihre Struktur, spezielle Wohngebiete oder Stadtteile. Daher ist es wichtig, dass die Konzepte auch darauf abgestimmt sind. Es müssen Möglichkeiten für die Begegnung von Menschen geschaffen werden und Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Nur dann kann so eine große Herausforderung langfristig gelingen und Diskriminierung vorgebeugt werden.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Programm genau diese Möglichkeiten bietet und extremistischen Strömungen entgegenwirkt. Menschen, die wir fest in unsere Gesellschaft einbinden und denen wir das Gefühl des Willkommenseins geben, sind immun gegenüber extremistischen Anschauungen. Ein neuer Kernpunkt der zusätzlichen Förderung sind die neu geschaffenen Wir-Fallmanager für Flüchtlinge, meine Damen und Herren. Sie sollen einen Überblick über die bestehenden Angebote geben und Lotsen- bzw. Patennetzwerke auf kommunaler Ebene aufbauen. Gemeinsam mit den Wir-Koordinatorinnen und Koordinatoren sollen die dafür sorgen, dass sich die Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund hier bei uns wohlfühlen und sich zurechtfinden. Migranten, die über ihre Arbeitsleistung einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten, müssen sich in unserem Land wohlfühlen, damit sie sich über ihre Arbeit hinaus an der Gesellschaft beteiligen. Das und ein positives Lebensgefühl müssen wir fördern. Mit der Erweiterung des Landesprogramms wollen wir genau das erreichen. Personal, innovative Projekte, Sprachförderung und die Qualifikation ehrenamtlicher Integrationslotsen gehören dazu. Bereits im Jahr 2016 haben wir mit dem Programm Mitsprache Deutsch for You eine Möglichkeit geschaffen, Flüchtlinge besonders niedrigschwellig und lebensweltnah die deutsche Sprache zu vermitteln. Damit bilden wir eine Ergänzung zu den Integrationskursen des Bundes für diejenigen, die sich dauerhaft und rechtmäßig in Hessen aufhalten und die keinen Anspruch auf Förderung oder keine Zulassung zu den Bundesintegrationskursen haben. Wir wollen so eine nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen erreichen. Denn klar ist auch, meine Damen und Herren, beherrscht man die Sprache seiner neuen Heimat nicht, kann es zu Parallelgesellschaften kommen. Sie würden sich zurückziehen und unter sich bleiben. Das halte ich nicht nur für falsch, sondern auch für sehr gefährlich. Das sind Brutherde für Konflikte, Diskriminierung und Extremismus. Deswegen dürfen wir die Bedeutung der Sprache nicht unterschätzen. Sie ist einer der wichtigsten Schlüssel zur Integration. Mit der Aufstockung der Mittel auf insgesamt 2,7 Millionen € für das Sprachförderprogramm wollen wir zwei Dinge erreichen. Zum einen sollen vor allem auch Frauen angesprochen werden, denn sie leisten einen besonderen Beitrag zur Integration ihrer Kinder und unterstützen sie auf ihrem Bildungsweg. Gleichzeitig machen wir es aber damit möglich, zusätzlich zu den Sprachkursen auch die Kinderbetreuung während der Kurse zu finanzieren, um noch mehr Frauen und Müttern den Zugang zu erleichtern. Ich denke, eines ist hier deutlich geworden, meine Damen und Herren. Hessen hat im Bereich der Integrationspolitik bereits viel getan und setzt sich weiterhin unermüdlich dafür ein. Hessen ist und bleibt Integrationsmotor. Darauf können wir alle stolz sein. Jeder kann sich in unserem Land frei entfalten und an der Gesellschaft teilhaben, unabhängig von Herkunft oder Religion. Mit den beschriebenen Maßnahmen und der erneuten Aufstockung tragen wir mit dem Programm Wir wesentlich zu diesem bei. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich meinen Dank aussprechen den Kommunen, die vor Ort sehr viel leisten, um Integration erfolgreich zu gestalten, und auch den zahlreichen ehrenamtlichen Menschen, die sich in der Integrationsarbeit engagieren. Ihnen allen gelten mein Dank und mein größter Respekt. Denn, meine Damen und Herren, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Tippi. Als nächster Redner spricht nun Kollege Di Benedetto von der Fraktion der SPD. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann es Ihnen nicht ersparen, aber ich muss jetzt doch eine andere Platte auflegen.
dass es vonseiten der Regierungskoalition zu einer deutlichen Ausweitung des integrationspolitischen Landesprogramms Wir kommen musste, haben wir Sozialdemokraten schon geahnt. Mit Blick auf die Handlungsempfehlungen und Ergebnisse der Enquetekommission Migration und Integration, die bereits in der letzten Legislaturperiode eine sehr gute Arbeit geleistet hat, ist es in der Tat an der Zeit, insgesamt die Integrationspolitik unseres Bundeslandes bei allen bisher erzielten Fortschritten den reellen Gegebenheiten anzupassen. Ja, es ist sogar höchste Zeit, gerade wenn man die vergangenen anderthalb Jahre Revue passieren lässt, die für uns alle wahrlich nicht einfach waren, auch in diesem Hause nicht. Wir haben in diesem Landtag parteiübergreifend gerade vor dem Hintergrund dieser schwierigen Zeit immer wieder und, wie ich finde, auch zu Recht hervorgehoben, dass wir die integrationspolitischen Fehler der vergangenen Jahrzehnte nicht wiederholen wollen. Nur, wie soll das Land Hessen allein durch die schwarz-grün angelegte Projektitis es verhindern, nicht schon wieder in dieses Fahrwasser zu geraten, meine Damen und Herren? Wer in Sachen Migration und Integration mittel- und langfristig wirklich positive Veränderungen für die Gesamtgesellschaft erwirken will, der muss zuallererst und ein für alle Mal weg von dieser unsäglichen Projektitis-Praxis. Der muss die Integrationsarbeit auf Dauer anlegen und nicht ständig scheinbar neue Modellprojekte aus dem Hut zaubern, die als, ich zitiere, passende Instrumente mit innovativen Ansätzen, was auch immer damit gemeint ist, verkauft werden, die dann am Ende gar nicht nachhaltig sein können. Natürlich begrüßt meine Fraktion die notwendige Aufstockung der Mittel für das Programm WIR. Und ich will hinzufügen, dass es in Ihrem heutigen Entschließungsantrag im Grunde fast nichts gibt, was wir nicht mittragen könnten. Das haben wir aber auf unterschiedlichste Weise alles schon einmal durchgekaut in den verschiedensten Gremien, Beiräten, Gipfeln und Kommissionen. Nur können wir hier in Ihrem Antrag beim besten Willen nichts Neues finden. Vor allem können wir keine Strategie erkennen, die die anstehenden Herausforderungen als Ganzes gerecht werden sollen. In Ihrem Antrag steht, ich zitiere, die gelingende Gestaltung von Migration und Integration ist mitentscheidend für den Zusammenhalt und die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Perspektiven unserer Gesellschaft. Mit anderen Worten, Sie drücken mit dieser Passage aus, dass es um nichts Geringeres geht als um die Zukunft unseres Landes und dass Sie im Wesentlichen davon abhängig ist, wie wir Migration und Integration gestalten und organisieren, gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung der vergangenen Monate. So verstehe ich Sie, meine Damen und Herren der Koalition, und meine Fraktion und ich teilen diese Ihre Sichtweise uneingeschränkt. Nur stellt sich uns die Frage, ob zur Bewältigung dieser epochalen Aufgabe, wie sie so oft auch in diesem Hohen Hause beschrieben worden ist, adäquat gerüstet und aufgestellt sind. Hier sagen wir Sozialdemokraten, nein, das sind wir nicht, trotz aller erfreulichen Fortschritte, die ich hier auch keineswegs kleinreden will, Herr Sozialminister, das sage ich hier auch ganz bewusst. Und, meine Damen und Herren der Koalition, es ist gerade Ihr heutiger Antrag, der es selbst offenbart, dass unser Bundesland integrationspolitisch im Grunde auch hinterherhinkt. Dass es nahezu zu einer Verdreifachung der Mittel für das Programm WIR innerhalb einer relativ kurzen Zeit gekommen ist, bedeutet doch nichts anderes, als dass die bisher bereitgestellten Ressourcen und vor allem die Strategien eben nicht ausreichend bzw. nicht richtig waren und ich denke, es auch immer noch nicht sind. Meine Damen und Herren, Sie hätten auch dann nicht ausgereicht, wenn wir nicht die hohe Zahl der Zuzüge der vergangenen anderthalb Jahre nicht gehabt hätten. Der letzte Landtag hätte ganz bestimmt keine Enquetekommission Migration und Integration, erst recht nicht mit den Stimmen aller Fraktionen in diesem Hause, beschlossen und eingesetzt,
wenn es nicht schon lange vor den Neuzuzügen es in unserem Bundesland große Integrationsdefizite insgesamt gegeben hätte. Ja, ja. Ja, wir haben uns nachvollziehbarerweise in den vergangenen anderthalb Jahren auf die Flüchtlinge konzentriert und haben dabei die sogenannten Bestandsausländer mehr oder weniger aus dem Blick verloren. Das will ich hier selbstkritisch auch anmerken. Da müssen wir aber wieder ran, meine Damen und Herren. Allerdings brauchen wir eine andere, neue Strategie, die nachhaltig wirken muss. Meine Fraktion hat hier deshalb im Dezemberplenum versucht, die Diskussion eines Hessenplanes nach Zinsvorbild anzustoßen, um die eigentliche Dimension der anstehenden Herausforderungen in unserem Bundesland aufzuzeigen. Leider sind wir mit unserem Ansinnen gescheitert. Dennoch kann ich Ihnen sagen, dass wir in Hessen früher oder später darauf zurückkommen werden müssen, auf welche Weise auch immer. Da ist es mit der Ausweitung des Wir-Programms, meine Damen und Herren, ganz gewiss nicht getan. Ich kann es auch nicht glauben, meine Damen und Herren der Koalition, dass, wenn Sie in Ihrem Antrag über die Ausweitung des Wir-Programms schon von einem zentralen Bestandteil hessischer Integrationspolitik sprechen, Sie dabei die Migrationsdienste völlig außen vor lassen. Diese werden darin nicht ein einziges Mal erwähnt, nicht einmal, wenn es um die notwendige und koordinierte Zusammenarbeit der integrationspolitischen Akteure vor Ort geht, was ja letztendlich schlicht das Ziel des Landesprogramms ist. Dies ist für mich einfach unfassbar. Und hier muss ich Sie leider auch daran erinnern, dass im Zuge der Operation Düstere Zukunft von heute auf morgen, wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion und ohne erkennbare Not, die Migrationsdienste hessenweit auf brutalstmögliche Weise beschnitten worden sind. Diese mussten massiv abgebaut werden, weil das Land Hessen ihre bescheidenen Komplementärmittel nicht bereitstellen wollte und somit bewusst auf die bis dahin jahrzehntelang garantierte Hauptfinanzierung des Bundes verzichtet hat. Meine Damen und Herren, wenn wir uns den integrationspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte ernsthaft stellen wollen und dabei sowohl den Zusammenhalt und das Wohl aller in unserem Land lebenden Menschen als auch unsere Ökonomie entsprechend berücksichtigen wollen, so muss in allererster Linie alles dafür getan werden und im weitesten Sinne die Regelangebote weiter zu entwickeln, zu stärken und zu verstetigen. Da ist es mit gut gemeinten Projekten hier und dort nicht getan, meine Damen und Herren. Unser Land ist künftig weiterhin auf inner- und außereuropäische Zuwanderung angewiesen, sowohl aus demografischer Sicht als auch aus Gründen der Fachkräftesicherung. Ich glaube, dass das unbestreitbar ist in diesem Haus. Und da braucht es feste Strukturen, die auf Dauer angelegt und natürlich auch finanziert werden müssen, um Integration erfolgreich zu gestalten. Und ein bisschen musste ich auch schmunzeln, als ich diesen Entschließungsantrag zum ersten Mal bekommen habe, und musste daran denken, dass das Land Hessen schon 2015 die Integrationskonferenz, wie ich finde, auch eine gute Einrichtung eingerichtet hat, um endlich zu Potte zu kommen. Der Auftrag dieser Integrationskonferenz war und ist, einen Integrationsplan zu erstellen. Die Integrationskonferenz hat im vergangenen Jahr, ich denke, das war Mitte vergangenen Jahres, einen Entwurf abgegeben, und es sollte Ende des letzten Jahres dann ressortüberarbeitet werden und dann hier gegebenenfalls noch einmal eingebracht werden. Mein Eindruck ist, das werde ich einfach nicht los, dass dieser Setzpunkt auch ein bisschen davon ablenken will, dass wir hier mit dem notwendigen Integrationsplan auch aus welchen Gründen auch immer nicht zu Potte kommen. Ich weiß, ich habe selbst mitgearbeitet. Ich habe selbst mitgearbeitet in einigen Arbeitsgruppen, und ich weiß, dass es Knackpunkte gibt, die schon
für bestimmte Fraktionen schmerzlich sind, Stichwort kommunales Wahlrecht oder die Forderung, Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, ich komme gleich zum Schluss. Das kommunale Wahlrecht, aber auch die Forderung nach einem Landesantidiskriminierungsgesetz. Wir werden als Fraktion, das kann ich Ihnen garantieren, weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Ihnen setzen, vertrauensvoll und auch konstruktiv und verantwortungsvoll, und sind deshalb auch ein bisschen irritiert, dass das Aktionsprogramm 2, da sind wir gar nicht gefragt worden, obwohl alle gelobt haben, dass wir das erste Programm gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, das hätte nicht sein müssen. Und wie gesagt, wir haben bis heute noch keine Antwort, warum das so kommen musste. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Di Benedetto. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Faulhaber von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Von den knapp 6 Millionen Hessen sind ein Viertel Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Und in den jüngsten Altersgruppen gibt es sogar deutlich mehr Migrantinnen und Migranten. Diese Zahlen zur Bevölkerungsstatistik verdeutlichen, wie wichtig eine zukunftsgerichtete Integrationspolitik in Hessen ist. Diese Politik muss Diskriminierungen beseitigen, sie muss inklusiv angelegt sein, um die volle gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und Migranten zu ermöglichen. Das ist nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, es ist auch eine Frage der Demokratie, weil Gleichheit und Bürgerrechte sind Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft. Und angesichts der demografischen Situation und der weiteren demografischen Entwicklung in Hessen sind Integration und Teilhabe auch unverzichtbar für den gesellschaftlichen Frieden im Land. Meine Damen und Herren, viele Helferinnen und Helfer leisten auf kommunaler Ebene einen unentbehrlichen Beitrag, um die gesellschaftliche Teilhabe für Migrantinnen und Migranten zu fördern. Sie unterstützen beim Spracherwerb, beim Gang zum Arzt, in der Schule, bei Behörden oder bei der Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. Sie tun es vielfach ehrenamtlich und opfern einen großen Teil ihrer Freizeit für die Integration dieser Neuhessinnen und Neuhessen. Wenn in Hessen überhaupt von Willkommenskultur die Rede sein kann, meine Damen und Herren, dann leistet das dieses bürgerschaftliche Engagement vor Ort, das nach wie vor ungebrochen ist. Und bei diesen engagierten Menschen möchte ich mich bei dieser Gelegenheit herzlich bedanken. Meine Damen und Herren, das Landesprogramm Wir kann auf der kommunalen Ebene eine Unterstützung sein. Das wollen wir gar nicht bestreiten. Mit den bereitgestellten Fördermitteln können ehrenamtliche Netzwerke gestärkt und institutionalisiert werden. Das zentrale Problem des Landesprogramms ist aber die fehlende politisch-konzeptionelle Einbettung der bereitgestellten Fördermittel. Und das hat DIE LINKE schon vor 2 Jahren moniert, als der fast gleiche Antrag hier diskutiert wurde. Nach wie vor ist das Programm auf der Suche nach Modellprojekten oder nach Projekten mit neuen innovativen Ansätzen. Dabei muss man ja eigentlich gar nicht viel tun, um die strukturellen Defizite zu erkennen, die einer sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten entgegensteht. Im Bildungsbereich und auf dem Arbeitsmarkt sind Migrantinnen und Migranten erheblich benachteiligt. Auch das Armutsrisiko ist wesentlich höher als bei Menschen ohne Migrationshintergrund. Und leider ist Hessens Bildungssystem nicht wirklich in der Lage, so etwas wie Chancengerechtigkeit herzustellen. Nach wie vor hängt der Bildungserfolg stark von der sozialen Herkunft ab. Wie erreichen wir aber ein inklusives Schulsystem, das die diskriminierend wirkende Mehrgliedrigkeit überwindet? Wie können wir eine bessere Sprachförderung anbieten, insbesondere auch in der Muttersprache?
Wie kriegen wir eine Unter-3-Betreuung hin, die auch Kindern aus sozial benachteiligten Familien den Besuch von Kindertagesstätten ermöglicht? Hier liegen, nur um ein paar Beispiele zu nennen, Reformansätze für mehr Bildungs- und Chancengleichheit in Hessen. Und in dem Antrag der Regierungsfraktionen hätte ich dazu auch gerne ein paar Zeilen gelesen. Das Förderprogramm WIR wird diesen Herausforderungen nicht gerecht. Es ist ein großes Problem in Hessen, dass die Landesregierung hier ihrer Pflicht nicht wirklich nachkommt, sondern Lösungen aktueller Probleme der Einwanderungsgesellschaft an kommunale Akteure delegiert. Die Integrationspolitik des Landes darf sich aber keinesfalls auf die Förderung kommunaler Projekte beschränken, mögen sie auch noch so innovativ sein. Die Integrationspolitik des Landes muss ein Gesamtkonzept haben, das auf Chancengleichheit abzielt. Sie muss als Querschnittsaufgabe in die Sozial-, Bildungs- und Innenpolitik eingebettet sein, sonst kann Integration nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, das Landesprogramm WIR ist ganz offensichtlich das Flaggschiff schwarz-grüner Integrationspolitik. Und hier ist ganz sicher auch so etwas wie eine linke Handschrift zu erkennen. Es verwundert daher nicht, dass wir heute auf Antrag der Regierungsfraktionen zum zweiten Mal über das Programm sprechen. In Zeiten, in denen das grüne Selbstverständnis als Menschenrechtspartei leidet, weil auch diese grüne Landtagsfraktion Menschen in Kriegsgebiete abschiebt, verstehe ich sehr gut, dass die GRÜNEN nun dieses Förderprogramm hochhalten wollen. Offensichtlich soll auf diese Weise nach außen suggeriert werden, auch wenn wir Menschen in Lebensgefahr und existenzielle Not schicken, wir tun dennoch etwas für Migrantinnen und Migranten. Aber, meine Damen und Herren, die Aufstockung des Landesprogramms WIR kann nicht über die inhumanen Auswüchse der hessischen Asylpolitik hinwegtäuschen. Viele Menschen in Hessen sind verunsichert, weil sie Angst haben, die nächsten Opfer einer Massenabschiebung zu sein. Schulkinder haben Angst, weil Hessen keine Skrupel hat, aus der Schule heraus abzuschieben. Meine Damen und Herren, in einem solchen Klima der Angst kann keine Integrationspolitik funktionieren. Wir fordern daher die Landesregierung auf, stoppen Sie Ihre Politik der Massenabschiebungen und schaffen Sie ein Klima des Vertrauens, damit sich Zugewanderte bei uns willkommen und sicher fühlen können. Zuletzt möchte ich hier noch ein Problem ansprechen, das ebenfalls der Integration wesentlich im Wege steht. Mit dem im August 2016 in Kraft getretenen Integrationsgesetz wurde die Freizügigkeit anerkannter Flüchtlinge massiv eingeschränkt. Anerkannte Flüchtlinge sind nun verpflichtet, 3 Jahre lang in dem Bundesland zu wohnen, in das sie zugewiesen worden sind. Die Landesregierung kann hier noch weitere landesrechtliche Regelungen treffen. Flüchtlinge können z.B. verpflichtet werden, an einem ganz bestimmten Ort zu wohnen oder an einem Ort eben nicht zu wohnen. Wir fordern die Landesregierung deshalb auf, keine landesrechtliche Regelung zu erlassen, die die Freizügigkeit von Flüchtlingen weiter einschränkt. Schaffen Sie keine unsichtbaren Mauern um die Ballungsräume. Zuzugsverbote und Wohnsitzauflagen sind diskriminierend und behindern die Integration. Es ist richtig, dass bezahlbarer Wohnraum knapp ist. Aber die Folgen der verfehlten Wohnungspolitik der vergangenen Jahrzehnte dürfen nicht auf den Rücken von Migranten ausgetragen werden. Daher meine Bitte und Aufforderung an die Landesregierung. Wenn Sie es ernst meinen mit der Integration, dann verhindern Sie die diskriminierenden Wohnsitzauflagen. Machen Sie sich Gedanken, wie strukturelle Benachteiligungen von Migrantinnen und Migranten angegangen werden können. Und stecken Sie mehr Zeit und Geld in humanitäre Aufnahmestrukturen statt in rücksichtslose Abschiebepolitik. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Als nächster Redner spricht nun Kollege Hahn von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt ja auch einmal Situationen in einer knapp 30-jährigen hauptberuflichen Tätigkeit in diesem Landtag, wo man ein bisschen in das dankbare Schmunzeln kommt. Das ist für mich jetzt gerade so eine Situation. Ich freue mich schon, dass die derzeit regierende Koalition von CDU und GRÜNEN das Programm, das in meiner Verantwortungszeit begonnen wurde, nicht nur lobt, sondern es intensiv ausgebaut hat. Ich will jetzt auch gar keine Vaterschaftstests machen, sondern an dieser Stelle sehr deutlich sagen, gäbe es den ehemaligen Abteilungsleiter Integration, Herrn Dr. Kindermann, nicht, es gäbe nicht das Wir-Programm. Das war seine Idee gewesen, wie wir ab dem Jahre 2009 zunächst die inhaltlichen Vorgaben organisieren mussten. Es lag leider nicht viel vor, sodass wir mit dem Prinzip der Modellregion Integration erst einmal in 6 plus 1, das 6 plus 1 ist Hanau und der Main-Kinzig-Kreis, eine Best-Practice-Arbeit machen mussten, um dann die Ergebnisse evaluiert von Hochschulen umzusetzen und dann landesweit mit dem Wir-Programm auszurollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage ausdrücklich Danke an die Mannschaft, die das unter Dr. Kindermann erarbeitet hat, auch intellektuell sich das überlegt hat. Und davon profitieren wir jetzt natürlich in einer besonderen Situation, die mit den Flüchtlingen zusammenhängt. Mein Bedürfnis, dieses ausdrücklich noch einmal zu sagen, weil auch Minister und Staatssekretäre immer nur so gut sind, wie ihre verantwortlichen operativen Berater es sind. Und das war in diesem Falle der ehemalige Abteilungsleiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass diese Vorgeschichte von meinem ehemaligen Koalitionspartner, lieber Ismail Tipi, noch nicht einmal in einem Satz, nicht einmal in einem Wort zitiert wurde. Und bedanke mich ausdrücklich bei Herrn Bocklet, der das ehrlicherweise am Anfang gesagt hat. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns überlegen, liebe Kollegen von der Union, ob das gerade, was von Ihrer Seite geprobt wird, nämlich die gemeinsamen Leistungen der Regierungszeit von 2009 bis 2013 schlicht auszublenden, dass dieses nicht gerade der Stil ist, der zu der Abteilung Respekt gehört, den ja die Landesregierung gerade doch auf dem Gipfel ihrer neuen Argumentation gesetzt hat. Viele Sachen sind sehr gut. Lassen Sie mich deshalb, ohne dass ich jetzt hier groß herumkritteln will, den Eindruck will ich nicht vermitteln, das sage ich vorneweg, auf zwei, drei Themen hinweisen, wo nach meiner Meinung noch ein bisschen mehr gemacht werden könnte. Das eine ist das Thema frühkindliche Bildung. Ich nehme das bewusst an den Anfang. Sie wissen, Kollege Rock hat, glaube ich, heute oder gestern, als das auch schon einmal diskutiert worden ist, darauf hingewiesen, dass so früh wie möglich die Chance genutzt werden muss, dass die Kinder altersgerecht Deutsch können. Und das gilt natürlich nicht nur für die Flüchtlingskinder, sondern viel, viel mehr noch für die Kinder von Migrantenfamilien in der zweiten und dritten Generation. Wir haben dort, das haben die Statistiken immer wieder bewiesen, das Problem, dass insbesondere, aber nicht nur bei türkeistämmigen Mitbewohnern in unserem Lande die Deutschkenntnis der Kindlein nicht altersgerecht ist. Dagegen müssen wir etwas unternehmen, denn wenn die Schultüte aus der Hand gelegt wird und es an die Arbeit geht in der ersten Klasse und man versteht nicht altersgerecht Deutsch, dann ist man nicht nur in Deutsch nicht gut, sondern man ist eigentlich überall nicht gut, es sei denn, man macht Sport oder betreibt ein Musikinstrument. Es ist doch vollkommen klar, wenn ich nicht verstehe, wenn ich nicht richtig verstehe, dann kann ich auch Deutsch, kann ich auch Mathematik oder Rechnen nicht richtig verstehen. Dann kann ich das und das und das nicht richtig verstehen. Und deshalb, ich bin sehr traurig darüber. Wir hatten hier in der letzten Legislaturperiode gerade Kollege Grüttner und ich darüber immer ein bisschen gekämpft, dass Bildungssysteme und auch Vergleichbarkeiten für Kinder im frühkindlichen Alter intensiver eingesetzt werden muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, was ich als Liberaler, als freier Demokrat jetzt sage, aber ich könnte mir vorstellen, wenn das altersgerechte Deutsch bei einem 4,5-, 5-jährigen Kind nicht vorhanden ist, dass man dann auch eine Kindergartenpflicht einführen könnte.
Das Kind muss dazu die Möglichkeit haben, altersgerecht Deutsch zu lernen. Und das kann es nicht, wenn die Eltern das Kind nicht mit diesem Angebot konfrontieren. Zweites Thema, und das habe ich eben indirekt schon angesprochen, bitte verkürzen Sie die Integrationsarbeit nicht auf die Flüchtlingsproblematik. Das ist sowas von falsch. Ich will nicht sagen, dass es zwei verschiedene Paar Schuhe sind, aber Sie wissen, dass ich in Hessen Anfang der 70er Jahre Mengenlehre lernen musste. Und die überschneidenden Teilmengen sind da sehr überschaubar, sondern es sind verschiedene Aufgaben, ich will das nicht Probleme sagen, verschiedene Aufgaben, die zu erfüllen sind. Also bitte nicht immer wieder jetzt auch in der öffentlichen Kommunikation die Reduzierung ausschließlich auf die Flüchtlinge. Da muss auch etwas getan werden, vollkommen klar. Aber die Hauptaufgabe liegt vor der Flüchtlingswelle und nach der Flüchtlingswelle bei denjenigen, die schon in zweiter und dritter Generation in Hessen sind und die zu Hessen schon gehören, aber leider nicht überall mitmachen können. Dritte Bemerkung. Es gibt zu viele Gipfel. Es gibt zu viel Parallelarbeit. Ich muss Ihnen gestehen, irgendwann hat der Kollege Rock und ich, weil wir das, Sie merken, dass wir uns ein bisschen aufteilen, gar nicht mehr gewusst, zu welchem Themenbereich das jetzt gehört, ob da der Flüchtlingssprecher Rock oder der Integrationssprecher Hahn für zuständig ist, weil die Tagesordnung war noch fast immer identisch gewesen. Ich will ein bisschen flapsig formulieren, aber ob man nur zum Flüchtlingsgipfel ging oder ob man im Integrationsbeirat saß, ist das same procedure. Aber leider nicht jedes Jahr, sondern alle drei Monate oder so. Und so wirklich viel Spaß macht das jedenfalls dann auch nicht mehr. Und wenn dann teilweise die Vorlagen, ich kann mich an eine erinnern, eine hervorragende Vorlage der Handwerkskammer von auch meinem Freund Bernd Ehinger, wenn die dann überall auftaucht, dann merkt man, dass irgendwo die Übersicht ein bisschen verloren gegangen ist. Also weniger Gipfel, mehr konkrete Arbeit. Und dann der vierte Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine um Längen intensivere Verzahnung mit den Kommunen. Ich weiß, wovon ich spreche. Gerade heute Morgen beim Kaffee oder Tee hat mir die Sozialdezernentin einer 33.000 Einwohnerstadt noch einmal gesagt, sag doch bitte mal, dass wir in den Kommunen eigentlich fast nichts abbekommen. Ich rede jetzt nicht von den Kreisen. Da ist die Situation offensichtlich um Längen besser. Aber so eine kleine Kommune wie Bad Vilbel, die kriegt eigentlich von dem ganzen Segen nichts ab, außer dass sie die Flüchtlinge hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann auch nicht so das Richtige sein. Deshalb meine herzliche Bitte, denken Sie nicht nur an die Kommunalen Spitzenverbände, sondern denken Sie auch an die Mitglieder der Kommunalen Spitzenverbände, auch wenn jetzt in diesem Falle mein Bürgermeister auch gleichzeitig erster stellvertretender Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ist. Eine letzte Bemerkung, zu der mich der Kollege Di Benedetto veranlasst hat, ist, machen wir uns doch bitte in den Anträgen, ja, Sie wollen immer Weihrauch schwenken. Das habe ich schon von Kollegen Josef Martin Fischer vor knapp 30 Jahren gelernt, dass das eine besonders kluge Art der Politik sei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber den eigenen Weihrauch sollte man doch wenigstens noch dazustellen. Und das ist die Arbeit der Enquete-Kommission. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode eine intensive Auseinandersetzung in diesem Hause unter Leitung von Jürgen Banzer, in dem wir sehr, sehr deutlich gemacht haben, Sie als Parlamentarier, will ich das jetzt einmal sagen, weil in der letzten Legislatur meine Rolle ein bisschen eine andere war, und wo entsprechende Vorstellungen und Ideen aufgeschrieben worden sind, dass aber auch keiner der beiden Redner der Regierungsfraktionen auch nur einmal ansatzweise das Wort in den Mund nimmt, macht mir deutlich, dass offensichtlich Sie es entweder vergessen haben oder aber nicht allzu wichtig empfinden, wie ich es jedenfalls, wie es die Freien Demokraten tun. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auch von dieser Regierung jetzt ein weiterer Fortschritt in der ehemals brachliegenden Integrationsarbeit in unserem Lande erfolgt. Das Wichtigste ist, die Menschen, die in der zweiten und dritten Generation hier wohnen, weil sie sind viel, viel mehr. Die Flüchtlinge müssen anders integriert werden, wenn überhaupt. Viele bleiben ja nicht hier. Bitte machen Sie eine intensivere Arbeit im frühkindlichen Bildungsbereich, weniger Gipfel und mehr mit den Kommunen zusammen. Und dann würden wir mit noch größerer Überzeugung Ihrem Antrag zustimmen. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Herr Hahn. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Grütten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will ein paar allgemeine Bemerkungen am Beginn machen. Ich will dann aber auch darum bitten, dass der Herr Präsident, Herrn Staatssekretär Dreiseitel, der das WIR-Programm im Wesentlichen weiterentwickelt hat, einiges dazu ausführen kann. Es hätte, sehr geehrter, lieber Herr Kollege Hahn, nicht der Aufforderung bedurft, weil von mir wäre es gekommen, um an dieser Stelle zu verdeutlichen, wie Integrationspolitik in Hessen eine Tradition hat und wer auch an dieser Stelle ganz entscheidend mitgewirkt hat. Und nicht nur an der Fragestellung des Erarbeitens des WIR-Programmes. Dabei ist man immer auch angewiesen auf gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber die Tatsache, der Aufbau einer eigenständigen Abteilung, des Hervorhebens der Integrationsaufgabe auch in einem eigenständigen Ministeriumsname, das ist auf Jörg-Uwe Hahn zurückzuführen. Und weil es in dieser Fragestellung eine konsequente Fortsetzung gibt, kann ich auch der Fragestellung oder dem Punkt, den Herr Di Benedetto hier genannt hat, überhaupt nicht folgen, dass es eine Modelleritis an dieser Stelle gibt, sondern wir haben eine Konstanz und wir haben einen Plan in unserer Integrationspolitik, der in den Grund gelegt worden ist vor vielen Jahren und der fortgeschrieben wird. Und an dem Programm WIR sieht man das an dieser Stelle auch in aller Deutlichkeit. Und natürlich müssen auch neue Herausforderungen angenommen und umgesetzt werden. Und an der Stelle ist auch die Enquete-Kommission nicht vergessen. Und eine dieser Fortschreibungen ist, dass man in der vergangenen Legislaturperiode eine Integrationskonferenz eingerichtet hat. Und eine der wesentlichen und wichtigsten Fortentwicklungen an dieser Stelle unter der Verantwortung von Herrn Dreiseitel ist, dass wir über diese Integrationskonferenzen zur Erarbeitung eines Integrationsplans kommen. Und seien Sie gewiss, er wird in den nächsten Wochen und Monaten auch entsprechend präsentiert werden. Und dann kann man sich damit auch damit auseinandersetzen. Also insofern keine Modelleritis. Und es kann auch schon keine Modelleritis sein, weil viele der Maßnahmen auf Dauer angelegt sind. Sie können nicht, wenn Sie in der Fragestellung spezieller Arbeitsmarktförderprogramme zur Integration diese auflegen, sagen, dass das jetzt nur ein Modell ist, sondern diese Programme laufen über mehrere Jahre, weil schlicht und einfach eine Ausbildungszeit eine entsprechende Dauer hat. Und insofern ist da eine hohe Konstanz an dieser Stelle mit drin. Und trotzdem ist, und an einer Stelle gebe ich auch Herrn Hahn recht, wir dürfen die Fragestellung, und das machen wir ja an dem Punkt nicht die Integration ausschließlich mit der Konzentration auf Flüchtlinge, sondern Herr Di Benedetto hat den Namen Bestandsausländer gesagt, verknüpft. Na genau, das ist ja der Punkt. Und deswegen führt ja beispielsweise eine Weiterentwicklung des Programms WIR dazu, dass wir genau den Ursprung nicht vergessen, sondern ihn verstärken, aber neue Herausforderungen noch zusätzlich annehmen und dabei auch die Verzahnung mit den Kommunen sicherlich eine entsprechende Rolle spielt. Noch zwei Sätze im allgemeinen Bereich, auf die ich eingehen möchte, weil das eine Diskussion ist, die ich mit Jörg-Uwe Hahn schon mehrfach geführt habe. Er kennt meine Auffassung zu einer Kindertagesstättenpflicht. Das brauchen wir an dieser Stelle jetzt nicht auszudiskutieren, dass ich das ablehne. Aber natürlich lehnen ist ein entscheidender Punkt auch der Integrationsarbeit die Sprachförderung in den Kindertagesstätten. Und es ist an dieser Stelle auch notwendig, und deswegen muss man auch mal reinschauen, was wir als Koalition jetzt auch beschlossen haben, ist es beispielsweise auch notwendig, wenn wir Sprachstandserfassungen machen im Hinblick auf die Frage der Beschulungsfähigkeit, müssen wir es ausdehnen auf Kinder, die in unseren Kindertagesstätten sind und für die das obligatorische Instrument der Sprachstandserfassung gar nicht zählt, gar nicht greifen kann, weil die gar nicht Deutsch können, sondern wir müssen hier nach anderen Instrumenten Wegen suchen, um an dieser Stelle Hilfestellungen dann auch in der Sprachvermittlung zu machen. Die notwendigen Haushaltsmittel haben wir dafür eingestellt. Das ist keine Sache, die man einfach aus dem Ärmel schüttelt, sondern da brauchen wir noch eine gewisse Zeit. Und WIR ist sozusagen die Klammer, mit dem vieles an dieser Stelle gemacht wird. Und mit Erlaubnis des Präsidenten könnte Herr Staatssekretär einfach mal darstellen, wie wir uns und welche Modelle jetzt momentan weiter vorangehen. Danke, Herr Grüttner. Und gerne komme ich der Bitte nach und erteile Herrn Dreiseitel das Wort.
Vielen Dank, Herr Minister. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Hahn, meine Damen und Herren! Auch ich fühle mich herausgefordert, doch einige Vorbemerkungen hier zu treffen in Bezug auf Sie, Herr Di Benedetto. Nicht durchgängig in Ihrer Rede, aber zum erheblichen Teil haben Sie meiner Meinung nach ein absolutes Zerrbild der Integrationswirklichkeit in Hessen dargestellt. Wenn Sie von Integration hinkt in Hessen hinterherreden, dann blenden Sie die Realität in allen anderen Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt völlig aus. Es gibt hier beispielhaft für ganz Deutschland eine Fortschreitung des Aktionsplans zur Integration der Flüchtlinge und, das ist mir wichtig, zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Und der wurde, obwohl die Flüchtlingszahlen von 75.000 auf im letzten Jahr etwas mehr als 20.000 zurückgefahren wurde, sogar um 300 Millionen Euro erhöht auf 1,6 Milliarden Euro, um insgesamt nicht nur für die Flüchtlinge die Regelangebote auszugestalten, zu verstetigen, was Sie infrage gestellt haben, uns weiterzuentwickeln. Und es gibt kein Bundesland, das wie wir in 10 zentralen gesellschaftlichen Bereichen so viel investieren in die Menschen, die zu uns gekommen sind, aber auch in die einheimische Bevölkerung. Und wir haben Tausende, mehrere Tausende von Arbeitsplätzen darüber neu geschaffen, und vor allem im Bildungsbereich. Und wer davon spricht, es geht dabei nur um Projektchen, der diskreditiert die vielfach qualitätsvolle Arbeit direkt vor Ort. In den Kommunen findet genau das Gegenteil statt von Projektchen. Dort wird im engsten Schulterschluss mit dem Land Hessen an der Veränderung der Strukturen gearbeitet, an innovativen Entwicklungen, jenseits auch von Projekten. Das ist das Hauptmerkmal unter anderem auch des Wir-Landesprogramms oder auch dem Aktionsplan. Und wenn Sie uns vorwerfen, wir hätten die gesamte Migrantengesellschaft nicht so im Blick, dann muss ich Ihnen widersprechen und will nur beispielsweise benennen den hessischen Integrationsmonitor, kürzlich wieder in der Fortschreibung veröffentlicht. 17 zentrale Bereiche Hessens mit 50 Indikatoren untersucht seit vielen Jahren. Und unter anderem wird dort festgestellt, dass die Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen sich zu 97% bei uns absolut wohlfühlen, 96% der einheimischen Bevölkerung. Und der Monitor stellt fest, es gibt überall in allen Bereichen keine Rückwärtsentwicklung, sondern eine stetige, wenn auch langsame Weiterentwicklung. Und das sind ermutigende Signale. Und lassen Sie mich feststellen, Hessen ist schon lange ein Land der Vielfalt. Bei uns leben Menschen aus fast 200 Nationen, und 28,4% unserer Bevölkerung sind Menschen mit Migrationshintergrund. Bei den 6- bis 18-Jährigen liegt der Anteil bei 43%, bei den bis zu 6-Jährigen bei über 48%. Damit sind wir seit einiger Zeit an der Spitze aller Flächenländer, was diese Anteile angeht. Daraus leiten wir auch unsere besondere Verantwortung ab, für Staat und Gesellschaft diese Vielfalt aktiv zu gestalten. Wir haben im Gegenteil zu Ihrer Aussage nicht nur die Migranten im Blick, sondern wir haben alle Menschen im Blick und wollen Perspektive eröffnen, völlig unabhängig von der Herkunft und auch der Religion oder Weltanschauung. Und alle sollen gleichberechtigt an der Gesellschaftsentwicklung teilhaben. Niemand darf ausgegrenzt werden. Und da, wo Barrieren bestehen, müssen überwunden werden. Und dieser Integrationsprozess ist lang andauernd, und er funktioniert nicht von selbst. Er muss weiter aktiv gestaltet und gefördert werden. Und unser Landesprogramm beschreibt das Ziel vom Ihr zum gemeinsamen Wir. Wir wollen eine gemeinsame Identität entwickeln und ein Gefühl auch der Zusammengehörigkeit. Und das 2014 eingeführte Programm stärkt die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit und die Partnerschaft von Kommunen und Zivilgesellschaft. Und gemeinsam, nicht nur mit Projekten,
setzen wir schwerpunktmäßig die Etablierung einer Kultur des Miteinanders und der interkulturellen Öffnung von Verwaltungen und Vereinen durch. Wir haben bisher schon mit diesem Programm vieles geleistet. Alle Sonderstatus- und kreisfreien Städte, Landkreise finanzieren wir an 33 Orten eine Wir-Koordinationsfachkraft, die mit uns gemeinsam ein lokales Integrationsmanagement aufbauen. Wir fördern mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren jährlich 200 innovative Projekte unterschiedlichster gesellschaftspolitischer Themen. Und wir bieten niedrigschwellige Sprachkurse an. Herr Dreiseitel, ich darf an die Redezeit erinnern. Also, wir haben in diesem Bereich schon enorme Leistungen vollbracht. Und ich bin dankbar, dass hier das Parlament beschlossen hat, die Verdreifachung der Mittel. Und ich bedanke mich bei allen Fraktionen hier, denn bei der Haushaltsberatung im Dezember wurde diese Aufstockung und Verdreifachung insgesamt auch von allen Fraktionen, also einstimmig, gefasst. Und das ist auch gut so. Und ich will, weil ich schon über der Zeit bin und schon diese Projekte im Detail vorgestellt habe, noch einmal zusammenfassend feststellen, das bundesweit einmalige Wir-Landesprogramm verfügt jetzt über 9 statt wie bisher 4 Programmsäulen. Es verstärkt die bisherige enge Partnerschaft des Landes mit den Kommunen der Zivilgesellschaft. Es öffnet sich jetzt für alle Bevölkerungsgruppen, damit auch die Flüchtlinge. Und es geht vor allem auch in Kernbestand um die unmittelbare Vermittlung unserer demokratischen Werte und damit für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir werden weiterhin mit hoher Intensität für ein Gesellschaftsklima der gegenseitigen Wertschätzung und des Respekts arbeiten. Und so bewahren wir auch den sozialen Frieden und tragen zur Verhinderung von Parallelgesellschaften bei. Und lassen Sie mich abschließend sagen, unsere Integrationspolitik ist dann besonders erfolgreich, wenn immer mehr Bürgerinnen und Bürger davon überzeugt sind, dass nicht die Herkunft zählt, sondern vor allem die gemeinsame Zukunft aller Menschen in Hessen. Und lassen Sie uns bitte fraktionsübergreifend an diesem Ziel arbeiten. Herzlichen Dank. Danke, Herr Staatssekretär. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag Drucksache 4530 aus 19. Wer dem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, FDP und Bündnis 90 die Grünen. Wer lehnt ab? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen der SPD und der LINKEN. Damit ist dieser Antrag angenommen. Meine Damen und Herren, noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend ausreisepflichtige Asylbewerber aus Afghanistan, Drucksache 4573 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Top 61 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 53 aufgerufen werden. Kein Widerspruch, dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Abschiebungen nach Afghanistan aussetzen, Drucksache 4574 aus 19. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Top 62, kann, wenn dem nicht widersprochen wird, ebenfalls mit Top 53 aufgerufen werden. Das machen wir dann so.